Jetzt ziehe ich sie aus in Krieg. Obdam Ordine! In Obdam Ordine! Kommade! So, ein bisschen blöd gegen die Sonne. Immerhin unternahmen die Veranstalter der Kämpfe alles, damit die Adelssöhne ihre Kämpfe stets gewannen. Trotzdem war die Haltung der Römer zu den Gladiatoren gespalten. Oft verehrt hatten die Kämpfer einen schlechten sozialen Status. Sozial standen Gladiatoren auf der Ebene der Prostituierten. Ein getöteter Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Applaus für die Gladiatorenschule aus Mailand. Spektakulärer wird. Ma per conservare la tradizionale scherma difendente. Aber damit dieser schlagende Stil beibehalten wird. I Romani tagliano la punta della spada. Wird die Spitze abgeschnitten. In questa maniera costringono questi gladiatori a usare solo la tecnica difendente. So müssen diese Gladiatoren nur die Schlagtechnik anwenden und können nicht stechen. Pensate che dal primo secolo dopo Cristo in poi, vom ersten Jahrhundert nach Christus hinweg, quando i guerrieri celtici non esistono più nel mondo antico, wenn es keine Kelten mehr gibt in der antiken Welt, perché sono praticamente tutti soldati romani, weil sie praktisch alle von den Römern annektiert wurden, l'unico luogo in cui si conserva l'antica scherma dei Celti, der einzige Ort, wo es noch die alte keltische Rüstung gab, è l'anfiteatro. Keine Verzierung und hier auch keinen Schutz auf der Seite. È fatto appositamente per permettere alla spada di poter scivolare più facilmente. Das heißt, man hat damit versucht, dass das Schwert möglichst abgleitet auf dem Helm. E quindi rendere l'impatto sulla testa meno violento. So dass der Aufschlag auf den Helm weniger stark wird, geringer wird. L'uso di spada difendente. Die Schlagwirkung, also das Benutzen des Schwertes als Schlagwaffe. Ha bisogno di molto spazio. Braucht viel Platz. Quando il gallo impugna lo scudo, impugniamo. Wenn der Gallus das Schild guardia nimmt und sich schützt. Grazie alla forma ovale sopra e sotto. Mit dieser Form, mit der ovalen Form oben und unten. Riesce a stagliare con facilità i colpi difendente. Hat er die Möglichkeit, leicht die Schläge anzubringen. Se lo scudo fosse rettangolare, wenn das Schild rechteckig wäre, la tecnica difendente sarebbe fortemente limitata. Wäre er sehr eingeschränkt in seiner Schlagtechnik. Questi sono solamente alcuni dei dettagli dei Galli. Das sind ein paar Details jetzt von den Bewaffnung von den Gallen. In modo che voi possiate capire che c'è una relazione esatta tra armamento e tecnica. So dass ihr verstehen könnt, dass es eine ganz klare Beziehung gibt zwischen Technik und Bewaffnung. Un ultimo dettaglio. Ein letztes Detail, bevor es zum Kampf geht. I colpi che i galli ricevono sono soprattutto alle gambe. Also die Schläge, die sie bekommen haben, waren vorwiegend an den Beinen. E naturalmente alle clavicole. Und hier auf den Seiten, auf den Schultern. In molti reperti antichi.
In vielen antichen Darstellungen possiamo vedere che i galli indossano una protezione supplementare. Kann man sehen, dass die Gallen noch zusätzlich einen zusätzlichen Schutz hatten aus Filz. Il feltro che si chiama cucullus. Das ist der cucullus, che ha proprio la funzione di proteggere le clavicole. Und er ist extra dazu hergestellt, um die Schultern zu beschützen. Wie Sie sehen, das ist speziell an der Gladiatorenschuhe der Ars Dimicanti, dass sie sich nicht nur mit der Kampfart auseinandersetzen, sondern wirklich praktische Archäologie betreiben. Dario Battaglia hat angefangen 1994 mit dieser Gladiatorenschule aus Mailand. Ich sehe unter Ihnen viele junge Menschen. Vielleicht ist das die Zukunft. Es gibt also diese Gladiatorenschule in Mailand. Ab 13 Jahren kann man anfangen, kämpfen ab 18. Also eine mögliche Zukunft, Dario. Allora, questo primo combattimento sarà una prolusione. Die Athleten. Scaurus. Und Titus. Riproviamo. Wir versuchen es mal. Scaurus. Adversus. Titus! 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 Er kann damit den größten Teil seines Körpers beschützen. E se osservate il suo elmo, und wenn ihr den Helm betrachtet, a differenza di quello del gallo, im Gegensatz zu dem vom Gallus, è dotato di una grande cresta, hat er hier einen großen Kamm, e un grande disco circolare che attraversa l'elmo, che circola, und einen, eine große Scheibe, die rund um seinen Helm geht. Quando il mirmillone si mette in guardia,
Wenn der Mimilones in Schutzstellung geht, l'elmo combacia perfettamente alla parte superiore dello scudo, ist der Helm direkt die Verlängerung des Schildes. E così l'elmo fa come una coperchio su una pentola. Also der Helm ist sozusagen wie ein Deckel auf dem Topf. Questo significa che il Mimilone è molto molto protetto. Das heißt, der Mimilones ist sehr, sehr geschützt. Sia contro i colpi frontali. Er kann sich gegen die frontalen Schläge schützen. Sia nei confronti dei colpi circolari. Und auch gegen die Schläge, die von oben und von der Seite kommen. È come una murena nascosta negli scogli. Er ist wie eine Muräne, die sich im Felsen versteckt. Che attende che l'avversario si avvicini. Die darauf wartet, dass der Gegner näher kommt. Per morderlo rapidamente con il suo pugnale. Um dann schnell zuzustechen mit seinem kurzen Dolch. Il suo avversario è completamente diverso. Sein Gegner ist komplett anders. Ci sono due tipi di traci. Es gibt zwei Typen von Traxer. Questo è il tipo più antico. Das ist der antikere Typ. È originario dalla Grecia. Kommt ursprünglich aus Griechenland. Ed era conosciuto col nome di Peltasta. Und der Name war Peltasta. Mentre nei Romani è conosciuto come Traex. Bei den Römern wird der Name dann zu Traex. Potete vedere una piccola differenza di scudo. Also einen kleinen Unterschied, was das Schild anbelangt, wie Sie sehen. Questo scudo è chiamato dai Romani Poculum, che vuol dire scodella. Das heißt, dieses Schild ist Schüssel, wird Schüssel genannt bei den Römern. È completamente di ferro. Er ist komplett aus Eisen. Pesa 3 kg e mezzo. 3,5 Kilo. E oltre a difendere dai colpi spioventi del Mimilone, und er ist nicht nur als Schutz gedacht, serve da lanciare dei colpi violenti alla sua testa, sondern wird auch benutzt, um Schläge auf den Kopf des Gegners auszuüben. Potete osservare che nella mano destra ha una corta lancia, uno spiedo. Auf der rechten Seite hat er einen kurzen Spieß. Questo indica che il Trace non cercherà la distanza ravvicinata. Das heißt, der Trace versucht, aus der Distanz zu kämpfen. Ma come un fante leggero cercherà la distanza più lunga. Wie eine leichte Infanterie wird er versuchen, aus der Entfernung anzugreifen. Potrebbe succedere però che il Trace perda la lancia o la voglia lasciare. Es kann aber sein, dass er den kurzen Spieß verliert. In questo caso porterà il pugnale sulla mano destra. Wird er den Dolch in die rechte Hand nehmen. E sposterà lo scudo sulla mano. Und das Schild, das jetzt am Ellbogen ist, nimmt dann nach vorne auf die Hand. Und damit das als Eisenfaust. Potrà utilizzare lo scudo come un vero e proprio pugno di ferro. Wird als Eisenfaust benutzt dann dieses 3,5 Kilo schweres Metallschild. Presentiamo gli atleti. Die Athleten werden präsentiert. Il Murmillo si chiama Sekene. Adversus Silla. Records. Pugna. Decide di abbandonare la lancia. Er wechselt Bewaffnung. E cambiare impugnatura. Und er wechselt den Griff. Ja.
c'è Victor Sekere! Prima Andrea ha detto una cosa molto importante. Nell'anfiteatro c'erano popolazioni molto diverse che parlavano lingue diverse. Wie ich vorher schon gesagt habe, gab es sehr viele verschiedene Völker in einem Amphitheater, die verschiedene Sprachen gesprochen haben. E allora a questo punto, per dire vita o morte, non si poteva utilizzare la lingua parlata. Und so konnte man um Leben und Tod zu sagen, nicht das gesprochene Wort brauchen. Quintiliano ci informa che esisteva un linguaggio universale. Aber es gab eine sehr universelle Sprache. Ed era il linguaggio della mano. Und das war die Sprache der Hände. Era utilizzato nella gladiatura. Sie wurde in der Gladiatur benutzt, nell'esercito, im Militär, nel teatro, im Theater, e addirittura nel foro, negli avvocati. Und auch bei den Anwälten. Con le mani si poteva dire tutto. Mit den Händen kann man alles sagen. Ma ora ci concentreremo solamente su due significati. Wir werden uns auf zwei Bedeutungen konzentrieren. Erstens, e morte. Leben und Tod. Allora sono sicuro che tutti voi sapete qual è il gesto per la vita. Sie wissen sicher alle was das Zeichen für Leben ist. Com'era per vita? Was war das Zeichen für Leben? Alles, alles. Tutti. E per morte? Und für Tod? Bravi. Sehr gut. Avete visto un sacco di cinema. Ihr habt sehr viel Kino gesehen. Tat. E si agitava in questo modo? Und wenn man die Hand so bewegt hat, den Arm so bewegt hat. O anche oder auch mit beiden Händen so, era morte. War das das Zeichen für Tod. E tutti dicevano, mors, 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 alles. Di più, di più, di più. Se invece si voleva dare la grazia allo sconfitto, wenn man ihn begnadigen wollte, si chiedeva che il pugnale fosse riposto nel fodero. Sollte das Schwert zurück in die Scheide geführt werden. Il fodero era rappresentato dalle stesse mani, delle stesse dita. Und die Scheide war die Hand selbst, also so, der Daumen ging, das Schwert ging rein in die Scheide, so. E tutti dicevano, vita, 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 vita. Attenzione però a fare il gesto correttamente. Aber Vorsicht, die Geste muss richtig ausgeführt werden. Se fate così vuol dire morte. Das heißt Tod. Ma se lo fate al contrario vuol dire vai via. Aber wenn ihr so macht, heißt geh weg. E allora, Silla chiederà a voi stessi, vita o morte, quando voi vedrete, deciderete per lui. Silla wird als erstes entscheiden, was für sich verlangt. Silla chiede morte. E voi? Silla fragt für sich den Tod, was meint ihr? A questo punto c'era qui lo sponsor dei giochi. Was ist denn das, was die da produzieren? Das ist ein Moreto und das ist Schafskäse mit Knoblauch und viel Kräuteressig und Öl. Das war ein Stationalbrotaufstrich à la dazumal. Auch ein bisschen als Effekt, weil man hat sehr viel vergammelte Sachen hatte. Und dann hat man mit dem vielen Knoblauch hat man durch das natürlich auch den Magen wieder ein bisschen gestärkt. Ja, das hilft bei mir auch. Das mache ich auch so. Also. Knoblauch ist sehr, sehr wichtig für die Römer. Auch die Bauten, die Arbeiter, ich auch römisch, die diese Bauten gemacht haben, die haben als Ration Knoblauch bekommen. Und wehe, es ist schon mal eine Ration gekommen, dann haben sie echt einen Aufstand gemacht gegessen. Also haben sie aufgehört zu arbeiten und sagen, zuerst wollte ich den Knoblauch, bevor ich weiter arbeite. Es geht ja nicht ohne. Es war ganz, ganz wichtig, der Knoblauch in dieser Zeit. Sehr gut. Was haben Sie typischerweise im Topf gehabt? So eine Weizenschrot. Das haben die dann in der Regel gegessen. Oh ja. Und das ist Menü Montag, Dienstag, Mittwoch, oder? Morgen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja. Früchte und Fleisch. Jetzt kann ja. Je nachdem, was wir gerade geschätzt haben. Aha.
was man eben so mitgehen ließ. Hä? Genau. Gab es auch mal ein Schwein oder so. Genau. Ne? Ansonsten Weizen. Kraftnahrung. Sehr einseitig. Aber wo sind die Vitamine? Philipp, was bleibt an? Hey, bitte. Für den schießt das. Nein, das schiessen wir wieder dem. Mit dem Heim. Ziehst du es noch hinten. Das ist spannend. Dann ziehst du nur den Schlitten hinten. An dem Film macht man vorne drauf. Das ist spannend, eigentlich Zähne. Du hast Zähne und mit dem Heim ist das spannend. Und das ist so ein Schießen. Das ist der Abzug. Schau, das ist eine Saumaschine gesehen. Ja, natürlich. Auf Menschen oder auf was? Ja, was man in der Gärtner so vor dem Laufen. Das war sicher ein Sicherungsgeschütz. Oder zum Glocken zum Beispiel. Verhindern, dass jemand einen Glock betritt oder einen Eingang irgendwo. Beschiessen oder verteidigen. Also Belagerung und Verteidigung muss das eingesetzt werden. Original, oder? Man hat natürlich auch, je nachdem, wo man war, die Farbe genommen, die man gerade rum war. Also auf gar keinen Fall natürlich gelb oder so, weil das ist die Farbe von Englisch. Eben, ja, wir können mischen. Die Zeit der Erdfarbe ist am besten. Ja, genau. Das ist einfach das, was genommen wurde. Gut, dann wie machen wir das? Wir haben auch Tipps und Sachen selber herstellen und so. Ja. Ja, je nachdem, Wirtschaft. Jeder kauft seinen eigenen Nein, Unterhalt. Das ist absolut so. Individuell. Ja. Ja, es gibt einen kleinen... Das tut mir gerade ein bisschen für uns gemacht. Das wäre es eigentlich noch nicht dabei. Für das sind wir noch zu klein, um zu zeigen, was das ist. Das wir alle müssen zu haben, dann wäre da eine riesen Schwette. Hat es dann fixe Zeiten gegeben, wo man den Götter Kopf hat? Da bin ich ein wenig versiert, was das betrifft. Ja. Fast so hingeht mit dem Lederschutz. Oder unser Zenti, der ganz sehr versiert ist, aber wo der steht, das weiss ich nicht. Die zwei gehen sich immer mit so Sachen beschäftigen, was mit der Religion betrifft. Was sind jetzt Ihr höherer Rang schon? Also ich bin ein Standardträger. Ah, Standardträger? Das ist ein sogenannter Signifer. Oder? Und der hat schon den doppelten Lohn gegenüber einem normalen Soldaten. Ist der wichtig gewesen? Das Standardträger ist sehr wichtig gewesen, weil die Standarten sind absolut heilig, die darf er nicht verlieren. Eben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn er den Radler verlieren. Man braucht wird halt die Einheit Hilfe. Aufgelöst. Die Hilfe ja, gerade sicher. Oder so. Egal, weil der Kampf. Und der Standartenträger ist gleichzeitig Buchhaltung und Truppenklasse, die das alles geführt hat. Also der selber hat eigentlich, wenn es zum Kampf kam, hat er noch seine 10 Bodyguards um sich herum. Dass der ihm, oder oh, das ist natürlich genau gut dem Zeichen nicht passiert. Das sollte nicht passieren. Und darum sind natürlich nur gerade auserwählte Kämpfer eigentlich haben können töten und die Chargen reinrücken. Also erstens mal gut im Kampf, er kann es schiessen, da wegen der Religion. Er muss sehr gute Kämpfer sein und natürlich im Rechnen und Schreiben. Er muss sehr gut kämpfen. Zusammen macht es das Ganze etwas flexibler ist. Also es kann sein, dass es vielleicht mal gebogen ist. Ich kann das am Feuer erwärmen und wieder gerade schlagen. Kann das schneiden? Ja. Aber ganz fein, ne? Achtung. Ja, Achtung, ne? Nein. Also Lederzeug schon, ja. Aber den ganzen Rest, das ist Spezialisten, die das machen. Ein paar wenige Handwerker, die das richtig machen. Das ist sehr schwierig zu finden. Man hat viel Wartezeit auch. Man muss sagen, was will man genau? Man muss die Modelle vorlegen, aufgrund der Museumsfunde. Und dann zeigen, wie es aussieht. Mhm. Auf das Ganze ausgerüstet brauchte ich ungefähr 5 Jahre. Ja. 5 Jahre. Wow. Wachs und Birkenrinde. Können Sie auch mit der Streuungsluft tun und damit Sie kühlen? Mit dem Rauch druckst du nachher das rein. Und dann wird es dicht. Birkenwachs? Ja. Anscheinend haben Sie sehr viel Kenntnis gehabt. Okay, danke vielmals. Bitte schön. Und schönen Tag. Gleichfalls. Merci. Ha 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 ha!
So, nicht mehr als wenn sie wissen, was drin ist, oder? Ja. Also, zeigen wir hier noch ein paar Sachen. Weißt du, was du machst, schnell helfen? Nein. Du musst gerade weiter. Gut, okay. Lass uns nach hinten kommen. Hier eben, das ist mein Gebäck, nicht hier. Jetzt müssen wir miteinander etwas ausdiskutieren. So, also, was haben wir hier? Wir haben hier zum Beispiel ein paar Schuhe. Das ist jetzt ein geschlossenes Modell. Es sind verschiedene Modelle, die es in der römischen Zeit gibt. Was? Was die römischen Schuhe aber hatten, die sind immer die Nagel. Hier hier. Eisennägel unten. Das sind auch wieder ein Vorteil. Und zwar haben wir ja gekämpft, so Gelände wie hier. Wiesel, Feld. Kommst du mal rein? So, jetzt kannst du den mal wegschieben. Schieb ihn mal weg. Kannst du noch helfen? So, weiter. Schieben. Schön noch helfen. Schuhgeld. Schuhgeld. Wenn der nicht weg ist, Stoße! Hopp! Also, ihr seht, wenn ich jetzt keine Deckel in den Schuh hätte, würden wir die noch quer über den Platz überschieben. Mit dem Platz. Also, wenn ich normale Lebensschuhe habe, sind alle die Kleider, das sind so Lebensschuhe. Fechten ist das eben mit der Vorteil. Die Gamaschen, nein, wie sagst du denn die drei? Die Stollenschuhe mit dem Fußball. Nicht Gamaschen, nein, Kamellen. Wenn es so steil raufgeht, in den Schuhen kann ich so hängen, problemlos. Wir machen viel. Schön, ist gut. Nein, weil die sind offen. Und da ist eine gut. Nein. Rutschen? Ja, ja. Also, ah, dort ist glaube ich die Laurin, ne? Ah, nein. Der Stein kommt aus dem Offenstein, also ein blank polierter Marmor, Schmoron. Es ist schon leicht kritisch, wie man von der Römerstrasse her kennt. Die Steine sind schon kritisch mit den Nägeln. Das war der Grund, dass die römischen Strassen entlang Strassen, wenn die am Pflaster waren, die haben immer noch, seitlich immer noch Streifen, Rasenkanten, wo die Fußgänger im Sinn gelaufen sind. Ja? Also! Und hier oben ist es. Hä? Gut, das sind die Schuhe. Dann hat jeder Legionär auch Werkzeug mitgeschleckt. Es hat verschiedene Sachen gehabt. Das ist jetzt eine sogenannte Dolabra. Das ist eigentlich eine Kreuzung zwischen Beil und Spitzhacke. Die man braucht eben zum Holzfällen oder die Dolabra-Malung zu machen. Und die Spitze hin, die man braucht, eben zum Graben ausheben, das Erd zu locken, wo man mit der Schaufel rausgeholt hat. Auch das? Trop grand, non? Ils étaient, les bœufs ici sont trop grands, trop gros, trop grands, et donc ça veut dire que leur corne est trop poreuse. Ah, moi je pensais que c'était trop gros et c'était pas naturel. C'est pas... Non, 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 c'est parce que c'était poreux, ça c'est plus. Tout à l'heure, mit dem flachen Hinterteil von dem Stilo, tut man das Wachs wieder flach schneiden, damit man es wieder beschreiben kann. Das war eigentlich der Trick gewesen. Die meisten Stilo, die man findet, haben die typische Form. Die alten sind rudimentär, einfach geschmiedet. Aber es gibt auch sehr künstlerisch hergestellte mit Silberintarsien und wunderbar geschmückte Schreibgeräte. Und mit denen hat man dann im Wachs reingekratzt und hat das so verschicken. Die Meldungen oder private Briefe, je nachdem. Und die Aufgabe von manchem Schreibstubengefreiten war es ihrer, die Wachstäfel wieder flach zu streichen. Und ich sehe schon jetzt, also ich merke, dass das schon sehr mühsam ist. So. Und darum hat man dann auch wahrscheinlich auch aus dem raus mal ein Stilo gefunden, mit so breiten Hintergrund. Hat sich sicher mal in Schreibstuben gefreut, mal überlegt, es kann nicht sein, dass wir da wochenlang da die Schreibstäfel da flach drücken. Ja, wenn jetzt jemand eine Nachricht will verschicken, dann muss er dem das zuerst sagen, was er will. Oder hat er das selber geschrieben? Hat das jeder die Soldaten selber, die haben lesen und schreiben können. Schon bei der Aushebung, da haben wir geschaut. Ein Legionär war sehr ein teurer Soldat, rein von der Aushebung her, römisches Bürgerrecht, hat alles dazugehört. Die sind auch selber geschrieben worden von den Legionären. Okay. Da sind wir uns relativ sicher.
Die, die nicht können schreiben und lesen konnten, die sind entweder zum Schreiber gegangen, von jemandem, der dessen mächtig war. Aha, ja. Und die Täfeli sind mit der Nachricht versiegelt worden, mit einem Siegel drauf, entweder mit dem Siegelring selber, je nachdem. Und das hat man entweder der kaiserlichen Post können mitgeben oder Privatleute, manchmal auch Händler, wo man gewusst hat, die reisen dort und dort hin. Wenn es einen Händler gegeben hat, da unten am Fluss, der gewusst hat, du, in 3 Monaten bin ich in Alexandria. Und dann hat sich das umgesprochen, es ist ein Händler da von Alexandria. Und die, die Verwandte dort hatten, die sind dann schnell zu ihm und gesagt, hey, gib das bitte dem und dem, der wohnt dort und dort in dieser Straße. Nimm es doch bitte mit. Und dann hat er die Hand angegeben, dann hat man ihm ein paar Münzen gegeben. Und so hat sich der Briefverkehr irgendwie, hat das dann stattgefunden. Die kaiserliche Post war effizienter gewesen. Das ist mit dem Militär ist das passiert, weil wir gewisse Truppenverschiebungen, es haben Lieferungen stattgefunden, wo Soldaten dabei gewesen sind. Und da ist das relativ sicher, ist das auch. Vielleicht hat es auch Versammlungsplätze gegeben, vor allem die Hauptgebäude in diesen Städten, wo man gewusst hat, es ist wieder Militär da, die sind von irgendwo hergekommen. Dann ist man einfach aufs Geratenwohl mal gefragt, haben da eventuell die Post, die sind doch von dort und dort. Und so sind die Briefe wahrscheinlich auch gekommen. Natürlich nicht wie heute, aber ein Brief vom Militär von Britannien nach Rom hat etwa 3 Wochen gebraucht. Das ist eine gesicherte Annahme gewesen, wo man genau gewusst hat, wenn ich einen Befehl gebe als Kaiser, der geht nach Britannien oder weiss ich, bin ich sicher, in 3 Wochen kommt der an. Das muss auch sein, wenn man einen Feldzug geplant hat, dann muss das ankommen und muss pünktlich sein. Einigermaßen. Die Zeit war immer relativ gewesen. Die Römer sind aufgestanden, wenn es hell geworden ist, man schlafen gehen, wenn es dunkel ist. Es hat aber so eine Uhr gegeben, wo man die Zeit auf 10 Minuten genau hat können rechnen. Sanduhren hat man kennt, vor allem für Wachpersonal, dass man gewusst hat, ich bin jetzt wirklich 2 Stunden gestanden und nicht 4 Stunden. Aber es ist schwierig, sobald die Sonne weg war, ist das immer so ein... Also wenn ein Liebespaar abgemacht hat, hat man eventuell eine Stunde länger warten am Tempel bei der rechten Säule hinten links. Oder irgendwie so. Und Germanen haben ihre Leute vergraben. Das heisst, irgendwann im 19. Jahrhundert hat man die ersten archäologischen Ausgrabungen gemacht und hat vor allem Alemannengräber ausgraben und hat festgestellt, die Knochengröße die sind 100 Meter groß im Schnitt, also recht groß. Also sind die Römer 1,50 gewesen. Das ist so ein Rückfolgeschluss. Wenn die so groß sind, zuerst sind sie klein, aber es ist völlig ein Witz. Also sind ausgewählte Profisoldaten gewesen, die 25 Jahre Mittelhärte und jetzt stehen. Wenn sie irgendwelche Fragen haben, okay.